Hi Leute, willkommen zu Mikeys Tech Channel. Heute zum Review des Jawbone Up 3. Nachdem ich euch letztens das Unboxing gezeigt habe, erfolgt heute mein Erfahrungsbericht nach ca. einer Woche Benutzung, anderthalb Wochen Benutzung. Das ist das gute Stück an meinem Handgelenk. Ja, fangen wir auch gleich an. Wie ihr seht, ist es relativ unauffällig am Arm. Was ich super finde, es ist vom Design her recht schick gehalten, fällt nicht auf, man kann es am rechten Arm tragen, hat kein Display, was ich in dem Fall sogar positiv finde, weil es dadurch recht schmal ist. Wie ihr seht, von der Höhe her ist es jetzt auch nicht so hoch, trägt sich ganz gut. Ja. Der Akku hielt meiner Erfahrung nach jetzt in der ersten Woche wirklich glatte 7 Tage. Es waren sogar ein bisschen mehr als 7 Tage, also genau wie der Hersteller es auch angibt. Jetzt mache ich das gute Gerät mal ab und zeige euch den Verschluss, ja, der oft bemängelt wird. Ich muss sagen, bei mir hat er wirklich gehalten, es ist nicht einmal aufgegangen, man schiebt das hier so raus und zieht es ab. Und jetzt sieht man aber auch schon, hier sind Sensoren dahinter und die stehen so leicht raus. Und was ihr hier in meinem Handgelenk seht, ja, hier, die verursachen solche Abdrücke. Das ist eigentlich, das sieht schlimmer aus als es ist, ja, man merkt ab und zu mal. Aber hält sich eigentlich in Grenzen. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie fest man das Gerät stellt. Ich habe es jetzt relativ fest, damit der Verschluss nicht aufgeht, was sich als richtig erwiesen hat und ich es dadurch nicht einmal verloren habe. Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Wie wir alle wissen oder wie ich schon erwähnt habe, hat der Hersteller ja anfangs geplant, es wasserdicht zu machen. Das hat dann nicht funktioniert. Er hat es dann mehrere Monate später auf den Markt gebracht und hat nur noch die bekannt gegeben, dass es spritzwasserfest ist. Obwohl einige Kunden sagen, beim Duschen ist das Gerät kaputt gegangen, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe damit täglich geduscht und es funktioniert wunderbar. Die Touchscreen-Bedienung, ja, das können wir uns mal angucken, vielleicht zoomen wir mal kurz ein bisschen rein. Die Touchscreen-Bedienung ist manchmal etwas hakelig. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie rum man das hält. Das sieht man dann, wenn man es richtig an den Arm anlegt. Also man soll das Gerät so anlegen, dass diese beiden Sensoren auf der Seite des Daumens sind. Ja, also in dem Fall halt, oh, mal gucken hier, muss es dann so rum angebracht werden. Ja, wir sehen die Sensoren auf der Seite, am anderen Handgelenk dreht man es halt entsprechend. Die Bedienung ist so, dass man hier so doppelt klicken muss und das, wie ihr seht, funktioniert manchmal ganz gut und manchmal nicht. Jetzt, dann vibriert es leicht, ja, und zeigt den Status an. Orange heißt, man ist im Aktivitätsmodus und wenn man gedrückt hält, schwenkt es um auf den Schlafmodus. Ich drücke jetzt mal wieder, ich schlafe ja gerade nicht. Finde ich, also manchmal funktioniert es mit dem doppelten Draufdrücken eher schwer, manchmal leichter. Ist aber völlig okay. Also ich sag mal, das soll ja auch nicht so leicht gehen, dass man da am Tag 5-mal rankommt. Ist mir auch nicht passiert, das heißt, der Modus bleibt so, wie er ist, schaltet sich nicht selbstständig um, finde ich völlig in Ordnung. Was mir sehr positiv gefällt oder aufgefallen ist, ist die Schlafüberwachung. Also das Gerät zeichnet die Schlafphasen auf, unterscheidet zwischen leichtem Schlaf, Tiefschlaf und der REM-Phase. Und die integrierte Weckfunktion, weswegen ich mir das Gerät auch ehrlich gesagt gekauft habe, weil wir in meinem Unboxing-Video schon gesehen habt, einen kleinen Welpen haben und um 5 Uhr bzw. 5.30 Uhr bis 5.30 Uhr muss ich dann aufstehen mit dem Welpen raus und möchte dann meinen Partner nicht wecken. Von daher ist es ein sehr schöner Alarm, der, und das ist der Clou, nicht einfach nur zu der entsprechenden Zeit vibriert am Handgelenk und einen weckt, sondern sich anhand der Schlafphase schaut, ob man sich in einer leichten Schlafphase befindet und dann gezielt weckt, innerhalb eines Zeitfensters, was man einstellen kann, von bis zu 30 Minuten. Hat in meinen Fällen auch immer ganz gut funktioniert, muss man allerdings dazu sagen, dass eigentlich immer beim Beginn des Schlaffensters mich das Gerät geweckt hat, weil ich wahrscheinlich morgens allgemein in relativ leichter Schlafphase bin. In der Nacht misst das Gerät auch den Puls, das nennt der Hersteller Ruhepuls. Hat gut funktioniert, hat immer funktioniert, der Ruhepuls wurde angezeigt, war okay, soll angeblich eine Indikation über den Gesundheitszustand geben, wenn man das so über die Zeit vergleicht.
Was ich schade finde, ist, dass die Pulsmessung nicht am Tag erfolgt. Der Hersteller will hier noch nachbessern über Firmware-Updates. Das ist auch der generelle Kritikpunkt an dem Gerät. In meinen Augen ist das nicht ausgereift. Also es hat sehr viel Sensorik drin, es misst angeblich die Körpertemperatur und. In der App findet man aber die Informationen gar nicht. Das heißt, der Hersteller sammelt sie, wertet sie aber irgendwie nicht aus. Genauso ist es mit der Pulsmessung. Ich bin mir nicht sicher, ob am Tage Puls gemessen wird oder nicht, weil wenn ich nachträglich die Schlafphase setze in einer Zeit, wo ich eigentlich einen Aktivitätsmodus habe, und das ist positiv, man kann das im Nachhinein noch setzen, zeigt er mir einen Puls an. Das heißt, im Hintergrund wird mehr gemessen, als angezeigt wird. Warum auch immer, ich hoffe, da wird mit Firmware-Updates noch nachgelegt. Man hat, und das finde ich auch ganz nett, eine Art Erinnerungsfunktion integriert, das heißt, man kann es nicht nur als Wecker benutzen, sondern sich auch Erinnerungen speichern, die dann zu bestimmten Uhrzeiten oder bei Inaktivität oder angezeigt werden. Und zwar werden die nicht auf dem Gerät angezeigt, sondern das Gerät blinkt nur und zeigt so ein weißes Symbol an, dass eine Nachricht da ist. Und dann schaut man aufs Telefon und da steht dann halt, okay, bitte schlafen gehen oder die Erinnerung, die man halt eingestellt hat. Finde ich ganz cool gemacht. Also alles in allem ist die App auch wirklich toll zu bedienen. Wo wir bei der App sind, mich etwas stört, sind diese ganzen Hinweise. Ja? Da kommen dann so Hinweise, ja, überlegen Sie, wenn Sie mehr schlafen, kann sich Ihre Gesundheit steigern und sowas kommt täglich. Wer es mag, gut. Wer es nicht mag, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die komplett ausblende. Das muss man dazu sagen. Man kann dann sagen, ich möchte solche oder ich finde diese Information nicht hilfreich oder so. Oder auch ein Feedback geben, wenn was nicht richtig ist. Aber so richtig, ja, ist so ein bisschen Community-Feeling. Stört jetzt nicht sonderlich, aber ist für mich auch kein großer Mehrwert. Was ich gut finde, ist, die App kann sich verbinden mit verschiedenen anderen Gadget-Herstellern. Ja, zum Beispiel Withings. Ich habe eine Withings-Waage und das Gewicht, was ich morgens immer auf der Withings-Waage messe, wird in die App übertragen. Das finde ich sehr cool. Was ich schade finde, ist, dass im Vergleich zu einem Fitbit, also ich habe auch so einen Fitbit-Schrittzähler, die Höhenmeter oder beziehungsweise die Etagen in der App gar nicht angezeigt werden. Also ich weiß nicht, okay, bin ich Treppen gelaufen oder bin ich nur normale Strecke gelaufen? Finde ich ein bisschen schade, könnte man erweitern. Wie gesagt, dass die Pulsmessung nicht angezeigt wird oder nicht gemessen werden kann, finde ich auch unverständlich, wenn die Sensoren verbaut sind und in der Nacht das funktioniert, sollte es am Tag eigentlich auch funktionieren, da kann auch kein Akkuproblem sein. Das Gerät synchronisiert über Bluetooth mit dem Handy relativ oft und das ist ein Kritikpunkt. Ich fände es schöner, wenn ich es einstellen könnte. Mir reicht es, wenn das Gerät sich alle 3 oder 6 Stunden mal synchronisiert und seine Daten in die Cloud schiebt. Gefühlt ist das alle 15 bis 30 Minuten. Ja, was ja sicherlich irgendwie auch sich auf die Akkulaufzeit des Handys auswirkt und sicherlich auch auf die Akkulaufzeit des Armbandes. Die aber mit 7 Tagen kann man wirklich nicht meckern. Also mit dem Funktionsumfang ist das echt super. Ich glaube, das kann kein anderer Hersteller so gut bisher. Die Pros, kommen wir zu den Pros. Also es ist leicht und unauffällig, wie ihr gesehen habt, finde ich gut. Ja. Es hat eine lange Akkulaufzeit, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Ich finde die Weckfunktion mit der Schlafphasenerkennung echt toll. Muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen recherchiert und hatte dann so andere Geräte als Alternativen im Blick. Die hatten zwar auch eine Weckfunktion, aber zu einer bestimmten Uhrzeit und nicht mit dieser Schlafphasenerkennung und nicht dynamisch. Das war so für mich die Kaufentscheidung für dieses Gerät. Die App ist sehr umfangreich, zeigt viel an, ist schön grafisch aufbereitet und lässt sich gut bedienen, also ganz gut. Es ist spritzwassergeschützt, das ist auch noch ein Vorteil, können einige Anbieter tatsächlich heutzutage auch noch nicht. Negativ ist der Verschluss, ja, der etwas wackelig ist. Das hätte man irgendwie anders lösen können, bin ich der Meinung. Sieht zwar vielleicht ganz edel danach aus, fällt nicht weiter auf. Aber man hat nicht das beste Gefühl, ja, das gebe ich zu, auch wenn es mir nie vom Handgelenk gefallen ist. Die Druckstellen der Sensoren haben wir ja vorhin schon gesehen, ihr seht, die sind immer noch so ein bisschen da, ja, das ist auch noch für mich ein Nachteil. Nichtsdestotrotz, es stört mich sonderlich. Was ich schade finde, ist, dass das Gerät nicht wasserdicht ist, das heißt, schwimmen kann man damit nicht gehen, unter der Dusche ist okay, im Regen sicherlich auch kein Thema und wenn man schwitzt, kein Problem.
Aber schwimmen oder tauchen geht damit nicht, finde ich schade. Die Pulsmessung am Tag, wie schon erwähnt, kann ich nicht verstehen, warum das nicht implementiert ist. Also ist meiner Meinung nach eigentlich nur ein Softwareproblem. Und der Preis war ca. um die 180 Euro, finde ich jetzt auch nicht besonders günstig, ja, muss man sagen. Also der Preis ist schon ordentlich, da gibt es Geräte, die dauerhafte Pulsmessung am Tag haben für ca. 30 Euro weniger. Kann man, die haben dann vielleicht nicht diese Weckfunktion, aber wer darauf nicht viel, so viel Wert legt, ist dann vielleicht mit einem Fitbit Charge HR besser bedient, ja, muss man dazu sagen. Alles in allem finde ich, was der Hersteller, und das ist mein größter Kritikpunkt, schlecht macht, ist, er hat einen App vorgestellt. Ja, es ist, also das habe ich gesehen, als ich das Ding verlinken wollte. Ich dachte, es wäre das neueste Gerät, was ich kaufe. Und sehe plötzlich was, es gibt einen App vor. Scheint das gleiche Gerät zu sein, nur mit Nearfield Communication und Bezahlservice. Gut, brauche ich jetzt nicht. Ja, aber der Hersteller bringt schon das nächste Modell auf den Markt, bevor die Software für dieses Gerät erst richtig angepasst ist. Also da wünschte ich mir, dass man den Bestandskunden doch etwas mehr Support gibt, und man hat auch versprochen, dass die Pulsmessung zum Beispiel den ganzen Tag über funktionieren soll und, dass das alles nachgebessert wird. Das würde ich ganz gern sehen, bevor ein neues Gerät auf den Markt kommt. Ganz ehrlich, wer so viel Geld ausgibt, kann auch erwarten, dass der Hersteller ein bisschen Software-Updates bietet. Genauso die gesamte Sensorik, die hier verbaut ist, die ganzen Sensoren, die beworben werden mit Hauttemperatur, Hautwiderstand, keine Ahnung. Wo wertet man die aus? Wenn die verbaut sind, welche Informationen liefern sie mir? Ja, wofür sind sie hilfreich? Also auch da könnte der Hersteller softwareseitig einfach mehr machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles mitgetrackt wird und im Hintergrund verwendet wird. Nichtsdestotrotz wäre es schön, einfach die Hauttemperatur anzuzeigen. Warum nicht? Ja, wenn es gemessen wird, sollte es machbar sein. Ist es eine Kaufempfehlung? Ich weiß es nicht, ich würde mal sagen so, ja, also es ist kein, ich würde es nicht empfehlen, aber es ist auch keine glatte Empfehlung. Warum? Der Preis ist relativ hoch, viele Funktionen werden ganz angeblich erst nachträglich freigeschaltet. Wenn der Hersteller das hinkriegt, dass die Pulsmessung funktioniert, dass die Sensorik ordentlich angezeigt wird, dann würde ich sagen, ist für den Preis auch eine Preisempfehlung. Solange kann ich nur sagen, so lala, und ob der Hersteller das wirklich macht, wird sich zeigen. Gut, das war mein Review. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, ich werde es behalten. Das heißt, also ihr könnt mir jederzeit Fragen stellen. Wir können auch gerne noch mal ein nächstes Video machen, um die Fragen zu beantworten. Oder ich beantworte die Fragen in den Kommentaren. Schreibt mir Kommentare hier unten. Der Link zum Kauf des Geräts bei Amazon steht ebenfalls da unten. Gebt mir einen Daumen, wenn euch das Review gefallen hat. Schreibt aber auch rein, was euch gefehlt hat. Ja, also gegebenenfalls, ich kann auch gerne noch mal ein separates Video machen und euch die App zeigen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir einfach eure Kommentare. Ich freue mich darüber und ja, schaltet wieder ein und freut euch auf eines der nächsten Videos. Macht's gut, bis dann, ciao.